Hallöchen, ihr lieben Skorpione. Ich grüße euch hier ganz herzlich auf meinem Kanal Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk, sei herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ihr Lieben, es geht jetzt um eure allgemeine Legung für den Monat September. Bevor ich jetzt hier losstarte, möchte ich euch nochmal daran erinnern, heute Abend, heute Nacht, 3.35 Uhr, Blue Moon in seiner absoluten Größe, auf seinem Höhepunkt. Auch heute Abend kannst du ihn schon sehen. Blue Moon, ich hatte ein Special-Video dazu gemacht, schau es dir gerne nochmal bei Bedarf an. Der Blue Moon kommt nur alle 2,4 Jahre hier als Himmelsschauspiel. Es lohnt sich wirklich und die feinstoffliche Energie, die wir da haben, anschauen, gucken. Wenn du feinfühlig bist, wirst du es auf jeden Fall merken, ihr Lieben. Und ich möchte nochmal Werbung in eigener Sache machen. Es haben erst sehr, sehr wenig Leute mitgemacht bei meiner Umfrage für die Live-Legung, wo du quasi persönlich eine Frage stellen kannst im Chat und ich persönlich für den einen oder anderen dann deine Frage exklusiv beantworte. Das steckt dahinter, ist vielleicht nicht so ganz rübergekommen. Deswegen schau bitte nochmal in meine Beiträge rein, einfach auf Abo klicken bei Tarot bei Merlin. Und dann siehst du meinen Beitrag, Umfrage, die ist jetzt ein paar Tage alt. Ich würde mich da wahnsinnig freuen, wenn ihr mich da nicht hängen lässt und einfach noch ein paar Leute mit abstimmen. Aber bislang haben wir, glaube ich, irgendwie 26 Stimmen oder so. Ist wirklich arg wenig, wenn ich überlege, dass wir ja mittlerweile fast 1200 Abonnenten haben. Also da geht, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben, liebe Leute. Würdet ihr mir echt einen wahnsinnigen Gefallen tun. So, genug gequatscht. Ich lege wieder mit dem Lenormand Kartendeck, nämlich mit dem Gilded Reverie von dem Ciro Marchetti in der Expanded Edition. Expanded Edition daher, normalerweise haben wir bei einem Lenormand-Kartendeck 36 Karten. In der Expanded Version von diesem Kartendeck haben wir dann 44. Ja, und diese Karten sind quasi speziellen Energien in speziellen Signale ausgestattet, die die anderen Karten nicht so unbedingt abbilden. Ich muss sagen, ich liebe die Karten. Die sind wirklich sehr, sehr treffsicher. Deswegen mache ich momentan auch sehr viel mit dem Lenormand-Deck. Ich wurde letztens auch gefragt, ob ich damit auch Krankheiten sehen kann, ob ich damit Planeten sehen kann und so weiter. Alles. Du kannst wirklich mit den Lenormand-Karten so tief gehen, dass du wirklich, ich sag mal, das Haus zum Beispiel steht für den Körper vor Spannung. Wenn ich zum Beispiel gucke, was ist dann die Wege, die symbolisieren dann alle Sehnen, Adern, ne, Arterien. Also kann man alles machen. Das ist so wahnsinnig, was die Karten einem sagen. Das ist echt der, ja, also können Tarotkarten natürlich auch. Aber mit dem Lenormand kann ich noch ein bisschen tiefer schauen, finde ich persönlich. Das muss jeder Kartenleger auch selber wissen. Ich habe mich momentan mit den Lennys verliebt wieder. Und Tarotkarten nehme ich natürlich auch noch. Ne? So, Vorhang auf. Ihr lieben Skorpione, um was geht es? What is the message for us here? Interessant. Sehr interessant. Ja, in der Mitte starten wir immer. Warum in der Mitte? Ich nehme mal den grünen Pfeil hier drunter. In der Mitte ist es immer so, dass wir das Thema, die Überschrift hier haben. Und die Karte 42, das ist der Kompass. Ja, da geht es tatsächlich um das Thema Orientierung in deinem Leben. Ne? Es geht um Ausrichten deines Lebens. Er kann dir mit einer Route dienen, damit du dich nicht verläufst. Er kann dir helfen, einen Weg zu finden. Er kann dich auch manchmal darauf hinweisen, dass du deine aktuellen Unternehmungen, aktuelle, was du so vorhast, mal hinterfragen sollst. Alles das symbolisiert der Kompass. Die vier Eckkarten sind ebenfalls hier sehr, sehr wichtig. Wir haben hier einmal wieder eine wunderschöne Karte, auch wunderschön gezeichnet. Das sind nämlich die, nicht die Schwäne, nein, falsch gedacht, das ist das Herz. Die sind als Schwäne gezeichnet, das hat auch einen Hintergrund, weil hier geht es nämlich um die andauernde Liebe. Wir haben den Klee, das ist das kleine Glück. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr zu den Karten. Das geht einfach nur mal ein bisschen erstmal grob drüber. Ja, wir haben die Brücken. Die Brücken helfen dir über Hindernisse. Ne? Also wenn du über einen Fluss überqueren willst, wenn du eine tiefe Schlucht überqueren willst. Da ist eine Brücke ganz gut, die dir da hilft. Und wir haben den Baum des Lebens. Also den Baum, das ist immer so der Baum des Lebens. Zeitperiode mindestens ein Jahr.
steht für Stabilität. Ne? So, und jetzt gehen wir in die Klärung rein und dann gehe ich auch in die Karten ein bisschen intensiver. Ich sagte gerade schon, die Schwäne, andauernde Liebe. Warum andauernde Liebe? Die Schwäne, wenn die sich einmal gefunden haben in der Liebe, bleiben die auch ihr Leben lang zusammen. Und das ist bei den Menschen ja sehr, sehr selten geworden, leider Gottes. Nehmt euch ein Beispiel an diese wunderschönen Tiere, ihr Lieben. Das Herz, ja, steht für Liebe, Leidenschaft, für Hingabe, aber auch für Versöhnung und Vergebung. Wir schauen mal, was daneben liegt. Wir haben daneben zum Beispiel die Blumen. Das bedeutet, ihr lieben Skorpione, im September kann es sein, dass es hier eine Einladung für dich geben wird oder du aber selbst Besuch bekommst. Es geht hier immer um Dankbarkeit oder auch Geschenke, was die Blumen ausdrücken. Auf jeden Fall kommt es hier im September zu einer Überraschung bei dir. Und diese Überraschung sorgt für neuen Wind in deinem Leben. Man könnte auch sagen, gute Momente. Und bedenke immer, die Blumen waren früher Kot für die Liebenden. Ja. Die Karte ist übrigens der Venus zugeordnet. Die Venus steht ja für die Gefühlswelt, das Liebesprinzip, irdisches Glück und Harmonie. Und daneben liegen die Brücken. Es geht hier um Versöhnung bei euch. Im September geht es um Versöhnung, sehe ich jetzt. Denn die Brücken sollen dich ja über Hindernisse verhelfen, aber auch ein Entgegenkommen ermöglichen, eine Verbindung, eine Brücke schlagen, so kann man es ja auch sagen, ne? Und hier kann es immer um Versöhnung gehen. Das kann natürlich für im negativen Sinn aber auch bedeuten, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer, ich breche die Brücke hinter dir ab. Ist die Brücke weg, kann ich nicht mehr drüber gehen. Und das hat hiermit was zu tun. In der Liebe wirst du im September eine Versöhnung wird stattfinden. Ihr werdet wieder zueinander finden. Das kann ich deshalb sagen, weil unter den Brücken auch der Ring liegt. Und der Ring steht immer für Partnerschaft. Und wenn du hier mal siehst, da haben wir den Rubin. Das ist auch ein guter Grund, warum wir den Rubin haben. In der in der Steinhärteskala ist das der zweithärteste Stein. Er ist rot. Das hat früher schon einen sehr, sehr hohen Aspekt gehabt, denn Rot steht natürlich immer für Leidenschaft, auch für Stärke steht der Ring, also der Stein, der Rubin, für Hingabe. Und starke Bindung, definitiv eine starke Bindung. Auch mit viel Temperament. Astrologisch übrigens dem Pluto zugeordnet. Ja, und der Pluto ist ja eher so für Kompromisslosigkeit bekannt, Radikalität, Regeneration und Wandlung. Also ist hier auch was im Wandel. Unter dem Herz, den Schwänen, haben wir auch das Buch. Das Buch ist hier verschlossen. Man kann das hier erkennen. Aber die offene Seite liegt beim Kompass. Hier geht es tatsächlich darum, dass ein Geheimnis gelüftet wird. Es geht hier um Wissen, um ja, es ist ein geschützter Inhalt, der hier preisgegeben wird. Da ist definitiv etwas, es wird gelüftet. Eine gewisse Wahrheit, ein Geheimnis wird hier gelüftet. Und der Kompass, das ist ja auch die Überschrift dieser Legung. Und der Kompass, der will ja die Orientierung, die Führung ermöglichen. Der Kompass steht aber auch für Klarheit. Es wird hier durch diese Geschichte Klarheit in deine Beziehung kommen, auch Klarheit in diese Partnerschaft. Unter dem Buch haben wir den Klee. Der Klee steht auch immer für das sogenannte kleine Glück. Das kleine Glück kann innerhalb von 3 bis 4 Tagen kommen. Das ist ein zufälliges Ereignis. Es ist schnell, es wird schnell auf dich zukommen. Und es wird ein kleiner Aufschwung, eine positive Wandlung in dein Leben bringen können. Das ist so das Thema Unbeschwertheit, gute Laune. Ne? Auf jeden Fall harmonische Verbindung. Das kann auch für eine harmonische Partnerschaft stehen. Astrologisch übrigens dem Jupiter zugeordnet. Und der Jupiter geht immer für Gerechtigkeit, für Würde, materielles Glück, Optimismus und Erfolg.
Also du wirst hier in den Erfolg gehen. Und wenn wir jetzt nochmal die Diagonalen uns anschauen, da siehst du ja hier den Klee, den Kompass, der für Klarheit steht, und die Brücken. Durch diese Klarheit wird ihr die Brücke bauen und wieder zueinander finden. Dann hier drunter, wie gesagt, der Ring. Daneben haben wir die Lilien. Die Lilien stehen auch für Sex. Und ich sage das wirklich, Sex, Sexualität, Ethik. Und ja, es gibt sogar eine Geschichte zu den Lilien. Damals hat die Göttin Hera den kleinen Herakles gesäugt mit ihrer Muttermilch. Und die Muttermilch ist durch das Himmelsgewölbe sind ein paar Tropfen runtergelaufen. Da ist einmal im Universum die Milchstraße entstanden und ein paar Tropfen sind auf die Erde gefallen und dadurch sind die Lilien entstanden, die ersten weißen Lilien. Ja, und die Aphrodite fand diese angenehme weiße Blässe gar nicht so gut und hat das Eselsgeschlechtsteil einen weißen Stempel reingezaubert. So war die Mythologie damals, ne? Ja, die Lilien stehen immer für Reinheit, auch für Unschuld und körperliche Nähe. Da geht es so um die emotionale Nähe, auch um das Thema Mutterschaft, Frieden. Ja? Also auch eine sehr, sehr schöne Energie. Und daneben liegt auch noch der Baum des Lebens. Da wird was in Wachstum gehen, da liegt nämlich unter dem Ring. Da geht etwas in Wachstum, kann man hier definitiv sagen. Da wird was verwurzelt. Und du weißt das, so ein Baum kann nicht so schnell umhauen. Da geht es auch um das Thema Sicherheit. Also eine wunderschöne Energie, da brauche ich auch nicht weitermachen, ihr lieben Skorpione. Das ist so eine wundervolle Energie. Also wenn du in dieser Beziehung Stress hast, das wird alles gut. Das wird gut, das wird wow, geilomat. Echt, das wird richtig gut. Ich möchte aber trotzdem nochmal eine Orakelkarte ziehen. Und zwar, was die Erzengel dir raten. Hellhören, Erzengel Zadkiel, achte auf die liebevolle Führung, die du in deinem Inneren oder von anderen Menschen hörst. Ja, was soll dir das sagen? Das soll dir nichts anderes sagen, dass du auf deine innere Stimme hören sollst. Was deine innere Stimmen dir sagen, darauf sollst du hören. Ja, und ich möchte, weil das eine Liebesgeschichte hier gerade ist, das kann man vorher mal nie wissen, deswegen habe ich mehrere Orakeldecks ja auch hier liegen, möchte ich dir auch noch ein Herzchen schenken und das nehmen wir. Dein Hilferuf ist schon angekommen, deine Gebete werden erhört. Also, wenn du ein Gebet ans Universum, an den lieben Gott, an deine Engel, wie auch immer gesendet hast, es ist erhört worden. Es wird hier ein wunderschöner September werden, Skorpione, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, die Legung hat dir gefallen. Einige Impulse waren hoffentlich für dich dabei. Wenn das so ist, freue ich mich wie immer über ein Like von dir. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, einmal die Glocke bitte klicken. Du verpasst dafür kein Video mehr von mir. Ja, und für dich ist es tatsächlich nur ein kleiner Klick. Der ist kostenlos und unverbindlich. Und meinem Kanal hilft das wirklich immens viel. Deshalb würde ich dich da sehr drum bitten, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir bei der Liebe alles Gute, bei der Gesundheit auch ebenfalls beste Gesundheit. Einen wundervollen Übergang in den September, ihr Lieben. Es wird herbstlich werden und ich hoffe, dass wir uns dann auch ganz bald wiedersehen. In dem Sinne, winke, winke, tschüss und danke fürs Zuschauen.